Holzzange. Das will ich hier einsetzen oder bei dem Aal? Ne, bei dem Aal, okay. Habe ich mir gedacht, eine Schere haben wir. Sehr gut. Mit der Schere können wir jetzt den kleinen Wölzi befreien. So. Jetzt zeig mir bitte, wo das Fernrohr ist. Sehr nett. Ja, du hast was gefunden. So alt bist du gar nicht mehr. Noch gar nicht mehr. Oh, jetzt ist er weggegangen. Na gut. Das Fernrohr, das aus einem Knochen gemacht ist. Wer macht denn solche... Was sollen wir eigentlich... Ach so, ich dachte, wir müssten noch irgendwas mit diesem Krebs hier machen. Müssen wir ja gar nicht. Ich muss sagen, ich finde übrigens, es sieht hier sehr hübsch aus. Guck mal, was ich gefunden habe. Is this my spyglass? Yes. Totally good. Let's get it mounted. In return, I shall make ye a fine map of this paradise I like to call home. While I draw it, have a look at these lovely environs through my spyglass. Komm, setz dich zu mir. Your daughter should be in one of the places I'll show you. She might be at the lawyer's office. He used to prepare Davy's contracts. He also issued the passes to the Tower of Pacts. That's why he always minded the weather. Mhm. Hey, nicht wieder zurück. She's not there. Let's find the Tower of Pacts. That's where all the pacts are kept. If you ever want to read somebody's pact, that's where you'll want to be heading. Das ist nett, dass der mir das alles erzählt. Not there either. Well, we might as well get this over with. She's probably in the prison. Will you find it? Ist doch bestimmt weiter weg, oder? Nein, da war's. Da habe ich es doch gesehen hier. Achso, das ist nach. Well, you should be glad she's not locked up already. But where could she be? Das Maybe Davy took her to his palace? They probably went through the garden. The one with the pretty gate. From there, it's just a short walk to the palace. Do you see it over there? Das Palace. Where in the world did they go? Wait, what's that? There, by the bridge. By the bridge. Wo ist denn die Bridge? Du olle Bridge, du. Ah. Kind! Oh no, that's my Cory. She must be terrified. Sieht irgendwie so dünn aus auf einmal. Has your daughter signed a pact? If so, there's no escape in the island. Well, unless you somehow manage to wake the... I mean, fulfill the terms of the pact. Here's your map. It'll help you get around the island. Wen soll ich aufwecken? Okay, danke. Die hat er aber schick gezeichnet, muss man ja mal so sagen, ne? Die ist schon echt sehr detailliert, hast du gut gemacht. Können wir nochmal mit dir reden? No one has ever fulfilled the terms of a pact with Davy Jones. But never say never. Aber ich habe doch schon zweimal Dinge getan. Okay, wir gehen mal an die Brücke. Hallo? Ist hier einer? Okay. Eine Wetterfahne. Aber ihr fehlt ein wichtiger Teil. Die Fahne eventuell. Und dann geht wahrscheinlich hier unten was auf. Okay. Was ist das da? Steckt fest, ich brauche ein Werkzeug. Wie wär's mit einer Schere? Ach, komm schon. Gut. Wie wär's mit einem Brett? Achso, das brauchen wir für was anderes. Hier ist noch...
Ein Puzzleteil. Okay, das müssen wir loskriegen und hier fehlt irgendwie eine Fahne. Hi. Na, ihr? Geht zum Gefängnis. Ja, das, da, also... Leute, da haben sie Corey gebracht. Ich muss schnell zu ihr. Ja, grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Aber, hier ist keine Brücke. Was haben wir hier? Dickes Geäst, voller Dornen und Klammern die Abdeckung. Haben wir hier gerade... Nein. Wie wäre es mit einer Schere? Ich dachte, es geht anders. Aber okay. Hier, wir haben schon so ein Schiff. Das ist das. Eine Galonie... Einige... Ach so, zwei Stück. Zwei fehlen noch. Ich weiß, wo die eine ist. Was haben wir denn mit dem Brett? Ist hier denn... Wieso ist hier denn kein Puzzleteil? Hm? Sag mal. Na gut. Ach, dafür brauchen wir die. Ja, dann mach die mal da dran. Die macht man immer weg, bevor man... Achso, ich dachte schon gerade. Da steht überhaupt keiner. Was haben wir hier? Passierscheine für den Turm der Pakte. Entsprechend dem aktuellen Wetter, Mond und Wind. Was? Passierscheine für den Turm der Pakte entsprechen dem aktuellen Wetter, Mond und Wind. Mond und Wind? Hä? Ich weiß noch nicht, aus welcher Richtung und wie stark der Wind weht. Was für eine seltsame Maschine. Ich glaube aber, dass ein Teil fehlt. Ja, das ist vielleicht das, was du gerade abgebrochen hast. Na gut. Ist hier, warte, ist hier noch... Das mit dem Blümchen hier ist auch so hübsch. Schön. Sehr schön. Schöne Blümchen. Wieso habe ich das getan? Keine Ahnung. Weiß kein Mensch, warum ich das... Warte, halt, stopp. Da wollte ich gar nicht hin. Was denn hiermit? Können wir nur dieses Bild angucken? Na, wie geht's dir, Kollege? Oh wei. Hier ist ein Schlüssel. Ich nehme den mal. Möchtest du, guck mal hier, dir fehlen hier so Sachen. Siehst du? Guck mal hier. Der Rechtsanwalt behält wohl gerne alles im Auge. Das kann man so sagen. Das ist also der Rechtsanwalt. Hi. Irgendwas leuchtet durch das Tuch. Ich schneide mal eben hier was auf. Mhm. Bloß Juwel. Ich vermute, wir brauchen noch Juwele. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Was ist das denn? Widerruf des Abkommens. All jene, die mit Davy Jones ein Abkommen getroffen haben, müssen seine Bedingungen... erfüllen, steht das hier? Wahrscheinlich. Ich traue mich jetzt nicht mehr irgendwas zu nehmen, bevor ich gelesen habe. Wahrscheinlich steht hier erfüllen. Die Bedingungen jedes einzelnen Pakts können durch den Kodex im Turm der Pakte entschlüsselt werden. Alles klar. Und was ist? Ein Dreieckschlüssel. Natürlich. Okay, also wir müssen auf jeden Fall in den Turm. Wir müssen ja schon mal unsere Tochter befreien, ne? Also deswegen sind wir ja hier. Bis... Achso, ich muss sie nur tauschen. Dann ist ja gut. Tada! Mach mal auf. Aha. Toll, ich habe einen Hammer. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier alle Objekte finden. Wenn ihr das sehen könntet. Mein Kater sitzt gerade neben mir. Entschuldigung, dass ich kurz mal nicht gerede. Egal. Mein Kater sitzt neben mir. Und er beobachtet die ganze Zeit den Mauszeiger. Glaube ich. Zumindest ist es das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was interessant für ihn ist. Ist das ein Anspitzer? Nein. Wo ist denn hier ein Anspitzer? Keine Ahnung. Okay, Unterschrift, Taschenuhr. Hier ist die Taschenuhr. Hä? Finchi, wenn du mir gleich...
Ach so. Ach, das ist ein Kompass. Entschuldigung. Du bist gleich hier drauf springst, ne? Mach das mal hoch, da ist ein Brief. Na gut, dann nicht. Ein alter Bleistiftspitzer. Aha. Was? Wie geht denn das? Okay, keine Ahnung. Der guckt so, als würde er gleich auf den Schreibtisch springen. Wenn ich gleich anfange zu schreien, hat er es gemacht. Nur, dass ihr ja vorgewarnt seid. Unterschrift. Was wir die machen? Die Unterschrift? Ist da eine? Da ist eine Unterschrift. Tintenfass und Lenkrad. Hier ist ein Tintenfass. Ein Lenkrad? Was? Was ist hier ein Lenkrad? Das ist ein Steuerrad, liebes Spiel. Kein Lenkrad. Ein Steuerrad. Das ist ein Unterschied. Zeitung. Anker habe ich auch schon irgendwo gesehen. Da. Pinsel, Schiff und Horn. Ein Pinsel. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Was kann man denn damit aufschließen? Achso, hier. Guck mal da. Da! Da haben wir den Meißel schon gefunden. Pinsel, Schiff und Horn. Pinsel, ein Schiff und ein Horn. Wir haben alles. Yippie. Was sollen wir denn damit? Okay, wir haben einen Zellenschlüssel. Das ist schon mal gut, deswegen können wir bei mir nicht gebrauchen. Ein Dreieckschlüssel. Wieso blinkt das hier? Was sollen wir denn hier mit dem Dreieckschlüssel? Oder der Hammer? Nein. Der Dreieckschlüssel. Nö, was soll der hier? Meißel? Müssen wir hier was abmachen? Nö, auch nicht. Fehlt hier auch ein Hammer? Habe ich das noch nicht gesehen? Nö, ne? Nö, das ist ja Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal wieder zurück. Hier fehlen die Schiffe. Warte, können wir vielleicht... Ach so, warte mal. Können wir das damit losmachen? Aha. So. Und jetzt? Kriegen wir was, wenn wir das jetzt hier dran machen? Das. Eine Galone fehlt noch. Ja, wo ist die? Ein Dreieckschlüssel. Ah, Dreieck. Warte mal. Hier war noch... Genau. Ich dachte, da müssten wir irgendwelche Steine oder so einsetzen. Ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Obwohl, so einfach ist ja auch gar nicht, weil wir müssen ja schon drüber nachdenken. Und dich stört das nicht, wenn wir das mitnehmen? Gut. Wenn du nichts sagst, sage ich auch nicht. Nix. Sag ich auch nichts. Wörter. Wörter in meinem Kopf. Was? Navigiere die Galeone über das Feld, sodass alle Hälften in Brand gesetzt werden. Alle Hälften? Alle Häfen. Du kannst jeden Punkt auf der Karte nur einmal besuchen. Mhm. Okay, fürs Erste geht das ja so. Da müssen wir ja da sowieso hin. Ich würde so gehen, glaube ich. Warte mal, lass mich mal ganz kurz so. So und so. Ja, ich hoffe, ich kann mir den Weg merken. So, hier runter. Dann hier lang. Und dann dahin. Und da. So, warte mal. Er ist hier unten. Dann da. Dann hier hoch. Hier lang und dahin. Huhu. So, Brücke. Wir haben eine Brücke. Und mein Zellenschlüssel und eine Sternstuppe. Wofür auch immer. Mom, hier. Hallo, Kind. Du, ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz das Seepferdchen einsammeln, wollte ich sagen. So. Wee. Wee. Ja, Finti, ich mach diese Geräusche. Na gut. Geht's dir gut? Mom, I can't tell you how happy I am to see you right now. Davy Jones locked me in here. He has my pact.
He took it inside that tower. He says the only way I'll ever be free is by fulfilling the deal I made with him. He wants me to serve as a maid in his palace. Oh. Mom, please, find a way to cancel the pact. I don't want to spend the rest of my life here. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber wenn sie das doch fulfillt, dann ist sie doch frei. Also reicht das nicht, wenn sie dann einen Abend mal kellnert und dann ist sie wieder frei? Nicht? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Ein Zahn. Okay, ein Zellenschlüssel haben wir hier. Ich denke mal, der ist für die Zelle. Ich muss sagen, das ist schon irgendwie ein interessantes Gefängnis. Okay, wir haben hier nichts anderes, was wir so irgendwie... Doch, hier können wir noch hingucken. Warte mal. Ich erreiche den Käfig nicht. Was ist da drin? Fleisch? Ja, wir haben jetzt auch nichts, womit wir... Wieso ist da Fleisch drin? Sind hier Haie drin? Das Gefängnis erstreckt sich bis ganz nach unten zum Meer. Wir lassen einfach alle frei. Oh, yeah. Das war ein ekliges Geräusch. Entschuldigung. Ja, ich glaube auch, dass du das gemacht hast. Geh mal weg. So, hier sind Blumen. Hier ist ein Stein. Okay, wir gucken. Hä? Boah, dieses Knistern am Ohr ist ja furchtbar. Dies sollte als Beispiel dienen. Diese Zelle gehörte einst John O'Malley, der seinen Teil der Abmachung mit Davy Jones nicht einhalten konnte. Aufgrund seines fortwährenden Ungehorsams wurde er gefoltert und in die Minen geworfen. Und dann lässt er die Zelle einfach hier frei, oder wie jetzt? Das ist ja seltsam. Können wir die auch anstupsen? Nein. Gucken wir mal hier. Ihr seid ja cool. Ein paar Seeigel bewachen diesen Bereich der Pfütze. Mit bloßen Händen kann ich da nicht reinfassen. Das ist aber schade. Wie wäre es, wenn wir dann erstmal hier gucken? Haben wir hier... Da, guck mal, ein Puzzleteil. Gerne würde ich alle Sachen finden. Na gut. Geh mal weg, bitte. Der geht nicht weg. Ich weiß, wie ich das Abkommen erfüllen kann, aber Davy Jones möchte davon nichts hören. Jetzt bin ich sein Gefangener. Ich habe schon oft versucht zu entkommen. Einmal fälschte ich im Anwaltsbüro einen Passierschein und brach in den Turm der Pakte ein. Dort fand ich meinen Pakt, aber er kann nicht zerstört werden. Ich habe ihn verbrannt, in Stücke gerissen und im Ozean versenkt. Vergebens. Es gibt nur einen Weg, das Abkommen mit Davy Jones zu brechen. Ich arbeite weiter daran. O'Malley, kannst du nicht vielleicht schreiben, welchen Weg es gibt? Wieso schreibst du das denn so abstrakt? Wer soll denn da... Mensch. Sauberes Regenwasser. Ich habe immer noch nur die blöde Sternschnuppe. Okay. Hier ist nichts versteckt? Nein. Was haben wir denn hier? Ein Krug. Ein Puzzleteil. Hier haben wir Steine. Das gestohlene Salz, mit dem Davy meine Wunden verbrannte. Au, vielleicht stoppt das eine Grausamkeit einige Zeit. Das gestohlene Salz, mit dem Davy meine Wunden verbrannte, vielleicht stoppt das seine Grausamkeit einige Zeit. Hä? Ach, er hat das Salz versteckt, damit... Jetzt verstehe ich das. Sollen wir die Seeigel töten? Oh nein. Oh, hier sind noch Blümchen. Diese Wespen sind aggressiv. Ist ja nicht so schön. Hä? Ein Alchemie-Symbol. Wer immer dieses Symbol geschnitzt hat, kannte sich mit Alchemie aus. Und du weißt das, weil du dich auch mit Alchemie auskennst. Die Blumen haben die Feuchtigkeit aufgenommen. Okay, wir brauchen Wasser. Ich verstehe. Gib uns Wasser und hilf uns in der Not. Wir haben Wasser. Okay, komm. Okay, das geht überhaupt nicht. Wasser.
Wieso kannst du denn dazwischen fassen und... Egal. Wow. Die ist ja schön. Was haben wir da? Ach, ein Kodex-Teil. Okay. Seht ihr hier irgendwo vielleicht ein Seepferdchen rumfliegen? Hier so? Hm? Sag mal. Seht ihr? Ja. Was blinkt denn hier oben links immer? Seht ihr das auch? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich verrückt.